Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Space Quest Fahul Strikes Back. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben in der letzten Folge rausgefunden, dass wir hier wieder rauskommen und dieses Lager von diesen Eingeborenen entdeckt haben. Und da reden wir erstmal mit den dreien hier, bevor wir mit den Anführern reden. Fangen wir doch mal mit der ganz allzeit beliebten Frage, what's up, Mann? Und die reden schon wieder über dieses Caveball-Game. Frag mich, ob wir da früher oder später auch mal mitspielen müssen. Aber anscheinend müssen wir auch nicht mit jedem Einzelnen reden. Sondern können wir mit allen drei reden. Okay. Haben die jetzt wirklich gesagt, wir sind auf der untersten Evolutionsstufe? Oder meinst du die Affenmenschen? Ja, ich glaube, die meinen die Affenmenschen. Die heißen, glaube ich, Simian oder sowas. Ich glaube, mit denen zu reden bringt nicht wirklich was. Habe ich jedenfalls so den Eindruck, aber ja. Ich komme mir immer noch ziemlich komisch vor, wenn ich die Texte nicht vorlese. Aber das ist einfach zu schnell. Man kann zwar Geschwindigkeit einstellen, aber ich glaube, das ist dann die Gesamtgeschwindigkeit vom Spiel. Und das will ich eigentlich auch nicht runterdrehen. So, wenn ich jetzt... Ja, genau. Wir können nur mit allen drei zusammenreden. Alles klar. Da unten waren wir. So, da haben wir den Steintafel und den Anführer. Finkel. Dann reden wir mal mit Finkel. Ja, okay. Kann man nichts benutzen. So, was hast du denn? Okay, sie wollen dieses Camp anscheinend, dass die Affenmenschen da verschwinden. Ah, Selbstzerstörung aktivieren. Ludi? Aha, okay. Also, wir müssen nicht den Selbstaktstörungsaktdings machen, weil sonst einige Unschuldige auch umkommen, sondern müssen es anscheinend verhindern. Wir sollen also Selbstzerstörung verhindern und stattdessen halt Fahul besiegen, damit die keinen Anführer mehr haben.
Okay, und dazu brauchen wir die Pläne und sie sind gestohlen worden. Ob das mit der Diebesgilde was zu tun hat? Kann ich mir aber jetzt nicht vorstellen. Okay, also Pläne suchen. Die war wahrscheinlich in der Festung suchen müssen. Und wer soll die Toilette putzen? Wer hat denn die Pläne gestohlen? Aber er hat keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Er könnte vielleicht tatsächlich die Diebesgilde vielleicht uns weiterhelfen. Achso, und da erzählt uns wieder die Dings. You need to stop, Laudi. Ja, das kennen wir eigentlich. Den Typ. Okay. Moment, war da noch was Neues? Ja, nee, das ist, da können wir es immer wieder hören, wie wir hier, was für einen Plan wir halt haben, genau. Da haben wir noch einen Priester, mit dem können wir auch noch reden. Oh, der auch ein bisschen schwerhörig ist, okay. Ja, das ist eine Tür. Und was ist dahinter? Eine Flasche von MC Cola. Oh, auch eine schöne Anspielung auf diesen einen Film, wo... Die Götter müssen wahnsinnig geworden sein oder so ähnlich heißt der. Da ging es ja genauso auch mit der heiligen Flasche, die vom Himmel gefallen ist. Eine Cola-Flasche, die aus dem Flugzeug gefallen ist. Nee, der hilft uns auch nicht wirklich weiter. Alles klar. Ob wir die einfach austauschen können? Weil die sieht ja komplett anders aus. Okay, also so einfach austauschen ist auch nicht. Wir müssen irgendwie den Priester anscheinend ablenken, weil... Ja, das geht leider nicht. Dann schauen wir mal hier, was ist hier drin. Oh, ich glaube, wir haben ihn gerade abgelenkt. Kann das sein? Ja, das ging ja einfach. So, dann tauschen wir jetzt die Flasche aus. Wir tauschen die Flasche aus. Nein, wir haben nichts angefasst. Perfekt. Dann können wir das zur Diebesgilde bringen. Aber zuerst schauen wir noch nach hier unten. Wo geht's denn hier noch hin? Ach, da geht's auch wieder nur wieder hierher. Okay. Okay. Also nach unten ist immer dieser Raum hier. So, habt ihr die Pläne gestohlen? Nein, haben sie nicht. Mhm. So, guck mal, was ich da habe. Ich weiß zwar noch nicht, warum wir das machen, aber... Ah, wahrscheinlich wegen den Plänen. Er hat ja gerade gesagt gehabt.
Er hat ja gesagt gehabt, dass er einer von ihnen das gestohlen hätte. Okay, den Equipment Guy finden. Okay, wir haben also was Neues, mit dem wir mit allen reden können. Ja, da kommen wir nicht rein. Reden wir nochmal mit ihm. Wie reagiert er da drauf? Ja, wir müssen es zu anderen sagen. Aber es war interessant, dass man es machen konnte, dass wir dieses Passwort, das wir gekriegt haben, auch an ihn richten können. Okay, wir reden nochmal mit dem Priester und mit dem hier, aber da bringt es wahrscheinlich nichts. Aber ich probiere es trotzdem mal aus. Es gab ja schon die unwahrscheinlichsten Sachen. So, dann probieren wir mal dich aus. Dann haben wir noch die drei Leute da. Aber ich schätze mal, dass wir mit den einen an der Bar diesen, wo uns seinen Namen nicht nennen wollte, dass es der ist, mit dem wir reden müssen. Okay, das war auch klar, dass das nicht, dass das nicht geht. Also ich wette mal, wir müssen zur Bar. Und mit dir hier reden. Das probieren wir gerade aus. Ja, das dachte ich mir, dass er dazu gehört. Schwertfisch ist ja auch klar. Also in dem Spiel stecken doch sehr viele, sehr, sehr viele Anspielungen auf Filme oder andere Spiele. Also das ist wieder nicht schlecht, finde ich. So, gib mir Ausrüstung. Okay, danke, ein Dietrich. Jetzt fehlt nur noch eine verschlossene Tür, obwohl die Tür da unten im Süden war doch verschlossen. Ob wir da so reinkommen jetzt? So, erzählst du jetzt deinen richtigen Namen? Okay, wir nennen ihn jetzt Erik. Okay, es geht nicht nur ums Stehlen bei der Diebesgilde, sondern einfach nur um einen Platz zu haben. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, okay. Wer hat denn die Pläne gestohlen? Kannst du mir darüber was sagen?
Na gut, dann halt nicht. Was ist mit dir? Hast du eine Idee, wer die Pläne gestohlen haben könnte? Ja. Da, wo wir nicht reinkommen, wo wir jetzt einen Dietrich da haben. Und der hat zwar die Pläne gestohlen haben. Aha. Und wir haben jetzt einen Dietrich. Jetzt komm mal rein. So, okay. Da brauchen wir, glaube ich, nicht zu fragen. Wir wissen ja, dass es kaum Mitglieder gibt. Okay, dann probieren wir mal unseren neuen Dietrich aus. It's a good thing. Aha, basic lockpick, 101. Just in case. Bla bla bla. Ja, okay. Okay, wir sind so primitiv, dass wir sogar diesen Dietrich benutzen können. Ja, okay. Na dann gehen wir mal rein. In Murphs Haus. Ach du Schande, was hat denn der da alles dabei hier? Lass mal Gitarre spielen. Nee, geht leider nicht. Okay, schade. Was ist denn das? Can of Anchovies. Die sieht auch aus, als ob man sie mitnehmen könnte. Mal sehen, ob wir sie nochmal brauchen. Mhm. Imperial Probe Droid. Ja, die kennen wir ja aus Star Wars. Und das sind Bilder von Caveball. Und ein Safe. Hm. Ein Kryptonit-basierter Erhitzer. Mr. Potato Head. Aha. Ein Hoverboard, wie cool. Mechaniker Arm. Kann man den mitnehmen? Nee. Ich schätze, die meisten Sachen können wir hier nicht mitnehmen. Eine Binford. Wow. Eine Binford 6100. Ich mag Binford-Produkte. Ist auch eine Anspielung auf eine Serie, falls ihr es nicht wisst. Eine Heimwerker-Serie. Hör mal, wer da hämmert. Die haben ja auch immer die Binfords gehabt. Mit klingonischem Blut. Aus Star Trek 6. Ach du Schande, da haben wir noch einen Brain with Propeller. Okay. Der hat ja echt die verrücktesten Sachen da. X-Ray Glasses. Okay, will er gar nicht mitnehmen. Ich finde ja gar nicht mehr so schlecht, die dabei zu haben. Eine Taschenlampe. Taschenlampe ist immer gut. Ha, wir haben tatsächlich die Taschenlampe mitnehmen können. Gut, dass wir uns hier noch weiter umgeschaut haben. Toilettenpapier. Mit Chuck Norris Zeug drauf. Ja. Eine Fusionsbatterie? Können wir auch nicht mitnehmen. Holokamera. Okay, dann safe. Muss ich jetzt tatsächlich was eingeben? Verdammt. Ah, Moment. Das könnte doch was sein. Weg haben. Schreibe mir das mal auf, dass ich es auch nicht... Weg. Probieren wir mal, ob dieser Feckham
Poster, ob das das auch das Passwort ist. I suppose. Forgot your password, ja. What's your mother? Favorite Caveball-Spieler. Ha! Aber jetzt können wir Facecam eingeben. Ha! 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 So, und wisst ihr, was ich genommen habe? Auch was richtig typisch ist für Science Fiction. 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, das wisst ihr auch, woraus das kommt. Das ist nämlich auch aus einem Film. Haha. Oh. Können wir da schnell was rausnehmen? Okay, dann gehen wir wieder. Okay, könnte natürlich sein, dass wir uns da auch verstecken müssen, einfach nur. Aber, also, wisst ihr, was ich meine? Dass wir uns verstecken müssen, wenn der Alarm losgeht. Oder dass wir tatsächlich was rausnehmen müssen. Nee, das ging ja nicht. Was rausnehmen und einfach so verschwinden wie jetzt, das ging ja leider nicht. Wenn wir jetzt wieder reingehen, ist das halt wieder zu. Ja. Dann ist die Frage. Ich würde sagen, wir schauen mal. Ach, können wir uns da eigentlich auch noch weitergehen? Merv Sleeping, aber da ja, okay. Das heißt, entweder müssen wir uns verstecken. Ich wüsste aber nicht, wo wir uns verstecken sollten. Ja, vielleicht hier hinten oder so irgendwie. So im Schatten. Und warten mal, bis Merv rauskommt. Mal sehen, was passiert. Also entweder sterben wir oder wir sterben nicht. Wenn wir nicht sterben, dann können wir wahrscheinlich an den Safe ran. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Vor allem, wenn Merv kommt, wird er den Safe und sieht uns nicht. Wird er den Safe wieder zumachen? Und dann geht dasselbe Spiel wieder von vorne los. Naja, müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.